We have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. And I thought I was high maintenance. So, da sind wir wieder. Hallöchen, ihr Mäuse. Wir müssen Luis Serra retten. Hühner einnehmen. Naja, bitte. Und dazu müssen wir einmal wieder hier über die komplette Map. Da könnte ich schon wieder. Da könnte ich schon wieder kotzen. Das ist schon wieder sinnlose WG-Macherei. Das ist ach, unglaublich. So, wir haben hier einen Händler drin. Dull ist nicht. Welcome! Welcome! Got a selection of. What are you buying? So, Schatzkarte für Auftrag 2 für 10 auf gar keinen Fall. Oh, auf gar keinen Fall. Bei der TMP juckt es mir ein bisschen in den Finger. Is that all, stranger? Da schlag doch mal zu. Ah, Sturmgewehr. Halbautomatische Sturmgewehr, auch schön. Naja. Come back anytime. Okay, come back anytime. So, dann. Ist doch bestimmt einer von denen hier drin, oder? Un Forastero! Ja, Un Forastero. Bisch! So. Schwein ihr habt. Aber wie gesagt, wir haben echt anscheinend ein sehr luschiges Messer hier am Start. Oder die Feinde sind halt schon so hochlevelig irgendwie, dass wir hier einfach uns einen abmessern können, wie wir wollen, und hier passiert ein Scheiß. Ah, oh, schön. A golden egg. Wundervoll. Oh, nee, Alter. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Dr. Salvatore da vorne, Alter. Das ist, den kannst du nur ja nicht brauchen hier. Pirato. Un forastero! Un forastero! Oh. Hey, das Bitch! Ah, Drecks Bitch. Wird. Ja, tatsächlich ist das halt wirklich recht nervig, mich jetzt hier ständig überall durchzukämpfen. Erstmal ein schönes Schnittei. Deswegen werde ich versuchen, das größtenteils zu durchlaufen. Ah, da oben. Da oben, da oben glänzt es. Das sind Patronen. Shabi, shabu, shabam. Wo müssen wir? Da oben. Wir müssen oben lang. Okay. So, los. So, wo müssen wir lang? Wir müssen unten lang. Ja. Zack. Oh Gott, alles voll mit Fallen hier, ey. Oh, das darf da alles nie wahr sein. So, durch sind wir. Eine Kugel kommt. Nein, sieht nicht so aus. Zum Hauptspiel wurde jetzt hier, ihr werdet es bestimmt gesehen haben, eine Steinkugel losgelöst. Wir den wegrollen müssten. So, und hier sind was. Ja, na klar, hier stehen natürlich immer noch die Penner, ey. Ach Gott. So, gucken wir mal. So nämlich.
Oh shit. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Tja. So, und ich hammer jetzt. Okay, Schakalmunition. Den nehmen wir mit. Rapido! Ja, geile Kiste. Und komplett woanders hin geschliffen worden. Der ins Weg war so für'n Arsch. Aber so für'n Arsch. So, setz dich jetzt. Wie gesagt, es ist... Schauen wir mal. So, jetzt gucken wir doch mal, wie sie uns jetzt... Schicken sie uns nochmal komplett wieder zurück. Komplett. Liebe Entwickler, das ist mal nicht cool. Das ist mal wirklich nicht cool. Ihr lasst mich mal schön in Ruhe, Freunde. Hier hoch. Hau ab. So. Weg zurück. Mal gucken, ob jetzt hier irgendwelche Penner rumlungern. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister und seine Schergen. Oh, schön, ein rotes Kraut. Nice. So, und die Leute, die quasi das Hauptspiel gesehen haben, wissen ja, ich bin immer ein großer Fan von aufgeräumten Koffern. Und deswegen sieht's jetzt mal so aus. Für die bessere Übersicht. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará de la rata. Dice la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Thank you.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich find's immer wieder, ich find's so krass, dass die Zwischensequenzen in SD sind, wirklich noch, ne, PlayStation 2. Grafik. Hat Charme, aber ich bin irritiert. Man sieht mich wirklich irritiert. So, jawohl, Avatar, mein Freund. So, und, tot? So, ihr könnt mich alle mal verpissen. Ich mach's. Alter. Alter, warum wimmelt das hier von euch? Hallo Händler. Ein Eisenschlüssel. Oh, schön. Wir haben einen Eisenschlüssel. Das ist schon mal gut. Eine großkalibrige Waffe mit unendlich Munition wäre mir lieber. Aber hey, es ist ein Eisenschlüssel. Hinterher geschissen, mal. Die kommen hinterher geschissen, diese Nerv hier. Pack. Reload. Na, jetzt erstmal Begrüßung. Komm mal die Tür auf. Put. Oh, das her! Nein! Oh, nicht so in das Plagas jetzt. Scheiße. Kannst die Leute nicht einfach so umrennen und dann einfach stehen lassen? Nein, die Penner kommen dir hinterher geschissen. Dieser nervende Pack kommt dir hinterher. So, und hier dürfte, glaube ich, noch der Aufzug lässt sich wohl nur mit einem Schlüssel aktivieren. Leider anscheinend nicht der kleine Eisenschlüssel. Welcome. Got a selection of good. What are you selling? So, lassen wir erstmal ein bisschen für Kohle sorgen. Goldene Armreif. Thank you. Is that all? Thank you. Knapp 50, damit bin ich jetzt nicht weit im Supermarkt. Come back anytime. So. Jetzt erstmal nochmal ein Ei. Hier noch nichts über so ein schönes Schnittei. So, und ich glaube, wir müssen jetzt den Abstecher in die Folterhütte machen. Und die wissen, was die Folterhütte ist, wissen auch, was uns da wohl erwarten wird. Aber wohl eigentlich dürfte es rein kontinuitätsfehlertechnisch nicht sein, dass wir jetzt dort auf den Bürgermeister treffen. Hat das jetzt irgendwie Sinn gemacht? Für die meisten wahrscheinlich nicht, die dich kennen oder gesehen haben. Wir sind nämlich im Hauptspiel an diese Stelle gekommen und da mussten wir gegen diesen großen Bärtchen, einen stillen, äußerst starken Bürgermeister kämpfen. Und wir laufen jetzt auf dasselbe Haus zu. Es würde mich jetzt halt sehr irritieren, würden wir jetzt ebenfalls gegen den Bürgermeister kämpfen. Mal schauen, was sich jetzt hier einfallen haben lassen. Okay, gehen wir mal rein. Ah, okay. Wählerschwester. Oh, der war ja mal so hart von daneben geschossen. Oh, echt, ja, von hinten. Alter. Du
mind. So, den werden wir mal versuchen, ganz schnell loszuwerden. Oh, Silencio. Silencio. Der Aufzugsschlüssel, das ist doch schön. Klasse. Na, das war doch mal gar nicht so super von mir gemacht hier. Ja, Leute, zurzeit läuft doch auf Netflix die neue Resident Evil Serie, Resident Evil Infinity. Habt ihr die gesehen? Gibt es unter euch welche, die die gucken? Würde mich mal interessieren, haut's mal in die Kommentare. Ich liebe euch so ein bisschen damit, mir die anzuschauen, aber ich weiß noch nicht so recht. Ich kenne die Animationsfilme, die fand ich, also nett gemacht. Nein! 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 Oh nein! So eine Scheiße. Hier, wie passt. Naja, egal. Ja, die Animationsfilme waren nett gemacht, aber waren halt auch so ein bisschen so, auch so ein bisschen substanzlos. Eure Meinung würde mich mal interessieren. Also, haut's in die Kommentare. So. Schlüssel. Aktivierungsschlüssel verwendet. Jetzt heißt es Seilbahn fahren. Ich habe eine Menge. Ah, guck mal, ist das ja schon offen. Bitte. So. Oh, hier. El Patronos. Und ab geht die Reise. So, hier ist noch ein Fass. Cash. Können wir noch mal ran? Ja, wir sind da. Wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Oh, mir schwant nur shootet. Weil wenn ich mich, glaube ich, recht erinnere, war im Hauptspiel der Punkt, wo wir jetzt einmal an den Bela-Schwestern vorbei mussten. Oder an El Gigante. So, Bildet ist jetzt nicht geil. Bildet ist jetzt nicht geil. Wir sind eh arm. Können wir uns nicht leisten. Enterhaken. So. Wir benutzen also keine Türen. Nein, das ist nicht mehr zeitgemäß. So, können wir den hier irgendwo hoch? Mit unserem kleinen Rebel Hook. Ja, tatsächlich. Nein, nö. Ein Fass. Cool. Okay, alles klar. Runter und dann müssten wir hier drüben auch hochkommen. Jawohl. Jawohl, Avatar. So, okay. Ja. Kann es einfach sein, dass ich einen. Ah, nein, ich kann ihn ja verkaufen. Ich glaube, ich habe einen Schatz übersehen, wa? Scheiße. Eine Butze. Da hoch. Schade. Könnte ich nicht. Na gut. Dann, warte mal da. Munition. Oh nein, Alter. Man wird ja schon mehr so aufmunitioniert, als wenn die Scheiße hier gleich losgeht, ey. Ich hab jetzt keinen Bock hier mit El Gigante zu kämpfen, ey. Das wird hier nichts hier mit. Da. Geh durch, ne. Mmh.
So, aber jetzt. Swim, swim. Geht auch so. Schön. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Hey, señorita. Got a light and some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends.